Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Deadly Sins Grand Cross. Ihr habt es euch gewünscht, heute nehmen wir uns den Endboss vor, wie wir dort möglichst viele Punkte holen können. Aber kein Highscore-Team, denn wenn wir uns hier die Ranglisten anschauen, sehen wir im Highscore-Team entweder diese Konstellation oder statt der grünen Diane halt Gerhade drinne. Und was ist halt, ja, das ist die Top 10 eigentlich, die beiden Teams. Gerhade besitze ich nicht und mit der grünen Diane ist es mir tatsächlich ein bisschen zu RNG-lastig. Ich habe mich hier eher dafür entschieden, hier Göttin Elisabeth reinzunehmen. Mit der können wir schön die Haltungen entfernen, müssen natürlich das Ganze viermal machen. Das heißt, wir sind ein bisschen darauf angewiesen, dass wir viele Rank-Up-Karten bekommen und viele List-Karten. Und prinzipiell brauchen wir natürlich auch relativ viele Derrieri-Karten, denn wir wollen hier möglichst viele Buffs auf Derrieri haben, um am Schluss einen möglichst hohen Schaden rauszuhauen. Und zwar bekommen wir hier Punkte, wenn wir mit allen Helden mit mehr als 60% Lifepoints bewältigen. Das sollten wir easy schaffen. Die machen nämlich kaum Damage und wir haben Ellies Ult, mit der wir uns voll heilen können. Dann haben wir einem Gegner 5-mal Zerreißenschaden zufügen. Das geht mit dem Team nicht. Wir haben keinen Skill, der Zerreißenschaden hier macht. Dann müssen wir mit einem Angriff über 300.000 Schaden machen. Das ist ganz easy mit der roten Derrieri machbar. Durch die ganzen Buffs und ihre Ulti und so machen wir dort ein paar Millionen Schaden. Das heißt, um die 300.000 müssen wir uns hier keine Sorgen machen. Das Einzige, worauf wir ein bisschen achten müssen, sind, dass wir hier 4-mal die Haltung von einem Feind abbrechen, denn das gibt 310 Punkte. Und ansonsten haben wir hier natürlich die ganz normalen Standardpunkte, was man bekommt, wenn man bestimmte Sachen einsetzt. Dann bekommen wir hier zwischen 20.000 und 39.000 Schaden, bekommen wir plus 25 Punkten und ab über 40.000 Schaden plus 40 Punkte. Das heißt, Gothas Pumpkin Bombs machen hier meistens über 20.000 Schaden. Das heißt, wir können hier mit Gothas Pumpkin Bombs relativ gut Punkte sammeln. Dann bekommen wir natürlich Punkte proportional zu den überlebenden Helden. Sollen immer alle vier überleben. Zusätzliche Punkte proportional zu restlichen Life Points. Deswegen haben wir Life Point Food drin, denn wir wollen möglichst viel Life Points haben, um da möglichst viele Punkte noch rauszuholen. Dann haben wir zusätzliche Punkte proportional zur Teamkampfklasse. Okay, nimmt man mit natürlich. Wenn man natürlich Lifepoint Food drin hat, bekommt man auch eine relativ hohe CC. Die einzige CC-Steigerung, die man noch nehmen könnte, wäre CC Food. Dann haben wir zusätzliche Punkte proportional zu großem, dem Feind zugefügten Schaden. Das ist wichtig für die zweite Phase. Dort werden wir mit der Rieri ulten und möglichst viel Schaden raushauen. Und dann bekommen wir natürlich Punktabzug proportional zu verwendeten Runden. Im Idealfall brauchen wir zwischen 8 bis 12 Runden, um das Ganze hier zu beenden. Das ist jetzt das Team, womit wir die meisten Punkte holen. Als Farming-Team empfehle ich was anderes, aber wir probieren heute erstmal hier ordentlich Punkte zu holen und wenigstens die 3800 Punkte, die ich bis jetzt schon geholt hatte, zu replizieren. So, schauen uns das Ganze mal an. Könnte natürlich ein paar Runden dauern, bis wir hier wirklich einen Highscore-Run rausbekommen, aber die RNG-Lastigkeit ist im Gegensatz zu Final Boss Escanor echt ein Witz, also das ist viel einfacher. Vor allem, man stirbt hier nicht, das ist das der große Vorteil. Pumpkin Bombs gehen hier schon mal auf Gil Thunder und hauen uns einfach mal ein Shield rein. Das Wichtige in der ersten Runde ist, dass wir viele Haltungen abbrechen. Und in der ersten Runde ist Kriamora auf jeden Fall der Charakter, der hier am tankigsten ist. Das heißt, im Idealfall hauen wir die zwei Units einfach so weg und auf Kriamora hauen wir einfach die Ulti von Derrieri in der ersten Runde. Damit sind wir den auf jeden Fall los und müssen hier nicht Turns verschwenden, möglichst viele Angriffe auf ihn drauf zu hauen. Dann hauen wir hier einmal einen Ellie-Haltungsabbrechen rein und dann hauen wir mit Derrieri drauf. Könnte eventuell schon langen, um ihn hier zu killen. Oh, jetzt laggt das Spiel aber. Ja, also bis jetzt schmeckt es auf jeden Fall. Jetzt dürfte Kriamora sich sein Verspotten reinhauen, genau. Tun hier wieder die Haltung abbrechen. Hauen hier schon mal den ersten Charakter weg. Haben jetzt für die nächste Runde die Ulti. Damit tun wir auf jeden Fall schon mal Kriamora weghitten. Denn wenn die erste Phase endet, bekommen wir alle Ultkugeln entfernt. Das heißt, es bringt uns nichts, eine Ulti mit in die zweite Runde zu nehmen. So. Ich würde sagen, wir hauen hier wieder die Haltung weg und hauen dann einmal Derrieri Ulti.
Haben wir noch zwei der Rieri-Karten auf der Hand. Das Ganze ist relativ gut. Und wie ihr seht, der Schaden ist bei dem Final Boss echt gering. Oh. Ja, den Merch hätte ich mir jetzt tatsächlich anders gewünscht. Aber wir sind von der Rundenanzahl sehr gut dabei. Haben hier vier Buffs. Hat keine Haltung drauf. So, so und... hauen hier einmal das Shield raus. Sind jetzt in der zweiten Phase. Müssten, glaube ich, dreimal Haltung abgebrochen haben. Das heißt, einmal müssen wir jetzt in der Final Phase noch die Haltung abbrechen. Kommen jetzt in die zweite Runde. Dort ist es unser Ziel, möglichst schnell Griamore zu killen, denn der reduziert uns unsere Ulti. Und das wollen wir nicht, natürlich. Denn wir wollen möglichst schnell jetzt die zweite Runde hinter uns bringen. Das heißt, wir wollen möglichst schnell der Rieris Ulti vollbekommen. Wir wollen die 10 Attack Buffs von ihr haben, die Stacks. Und gehen deswegen hier in der ersten Runde... ich hätte Griamore direkt weghauen können. Ich lasse es erstmal bleiben. Kommen hier ordentlich Punkte für die Pumpkin Bombs. Das ist schmackhaft. So, upgraden hier einmal und hauen schon mal mit der Rieri einmal drauf und nochmal Pumpkin Bombs. Wollen die nächste Runde auf jeden Fall Griamore noch am Leben haben, denn er haut sich jetzt seine Haltung rein. Wir können das letzte Mal schön die Haltung abbrechen. Okay, also das ist auf jeden Fall mal eine Ansage an der Rieri-Karten. Ja, wir kriegen hier immer wieder die Ult von Griamore reduziert. Das meinte ich. Hauen jetzt hier. Die Frage ist, wie viel Leben hat er noch? 47.000. Ich muss drauf hoffen, dass... obwohl... ne, wir hauen hier erstmal nur so. Keine zwei der Rieri-Karten, wäre vielleicht ein bisschen tricky geworden, weil er nämlich jetzt direkt stirbt. Genau. Wird jetzt auf den Gilfander. Perfekt. In der letzten Runde wollen wir nämlich hier auf Hauser ulten. Das macht generell am meisten Schaden, obwohl er natürlich keine grüne Unit ist. Der grüne Gilfander hier hat deutlich mehr Death. So, Frage ist, 149.000, macht der Rieri 149.000 mit einem Stufe 1 Skill? Das könnte jetzt den ganzen Run zerstören. Sind jetzt hier aktuell bei Runde 9 und sind gut in der Zeit. Ja, ich muss es probieren. Perfekt. Hat überlebt. Jetzt haben wir einen goldenen Buff und die Ulti für die nächste Runde. Das ist perfekt. Ah, nein, ich habe keine Karte verschoben. Ja, da habe ich mir jetzt selber ein bisschen verkackt. Wobei das ganz gut ist, so können wir nämlich unsere HP noch voll machen, aber damit enden wir jetzt natürlich erst in der 11. Runde, hätten das Ganze natürlich eine Runde vorher beenden können. Hauen uns hier jetzt noch das Ellie-Shield rein, das gibt uns natürlich auch noch einen Buff drauf. Und dann würde ich sagen,
einfach noch eine Karte einsetzen und die Derrieri-Ulti. Gucken, was wir hier an Punkten holen konnten. 3 Millionen, das sieht erstmal ganz nice aus. Natürlich, wenn ihr eine höhere Ulti habt, meine Derrieri ist immer noch nur 4,6. Kriegen hier 3.872 Punkte. First Try, also ihr seht, der Boss ist wirklich nicht schwer, obwohl ich jetzt tatsächlich First Try richtig viele Derrieri-Karten bekommen habe. Ja, das Ganze kann man natürlich noch verfeinern. Man könnte so auf knapp bestimmt über 4.000 Punkte kommen. Aber diese 3.800 Punkte reichen ja schon, wie man sieht, um hier locker in den Top 5% zu landen. Denn wir sind zurzeit, glaube ich, unter den Top 2%, wenn ich das richtig sehe. Ja, 1,72. Wie ihr seht, ja, okay, jetzt habe ich hier die 30.000 Punkte auch voll gemacht. Ja, das ist für mich das angenehmste Team zu spielen. Diese Meta-Teams, die ihr wie immer natürlich hier in den Ranglisten seht, sind natürlich wieder schwer. Witzer-Teams. Ich wollte ein Team zeigen, was viele Leute haben. Also viele Leute haben keine Gerharde. Viele Leute haben die grüne Diana, haben sie zwar, aber nicht ausgebaut. Und ich denke mal, den grünen Golfer, jeder, der ihn hat, hat ihn ausgebaut. Die rote Derrieri, jeder, der die rote Derrieri hat, hat sie meistens ausgebaut, gerade für den Gildenboss und alles. Dann Göttin Elisabeth, jeder, der natürlich Göttin Elisabeth hat, hat sie meistens auch ausgebaut. Und hinten drinne steht in dem Fall Seldris, so wie sozusagen hier auch, einfach weil er die Basiswerte aller Gebote sozusagen um 6% pusht. Das heißt, wir haben hier mit Derrieri nicht nur mehr Angriff. Wir könnten natürlich auch einen Charakter reinsetzen, der 10% mehr Angriff geben würde. Aber wir bekommen natürlich hier auch 6% HP obendrauf und das gibt uns einfach mehr Punkte, als wenn wir dort einen Charakter reinsetzen, der 10% mehr Angriff gibt. Und dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.